Historische Durchfahrt des Tramlink durch das Trauntor. Und ich sehe schon, ja, da wird jetzt sicher platziert. Die Presse hat natürlich auch gute Bilder. Und ganz, ganz wichtig, ja, wir haben natürlich heute auch noch die Möglichkeit, da was durchzubringen. Ein bisschen brauchen wir noch. Ein bisschen haben wir noch Zeit. Ja. Wenige Augenblicke trennen uns hier davon, Geschichte zu schreiben in der Stadt Gmunden. Es dauert nicht mehr. Also und da fährt sie gleich hier ein bei uns. So, es wird der Nebel gemacht. Der Nebel ist schon hier. So, und da ist sie schon mal. Einen großen Applaus bitte schön hier in Gmunden. Den wollen wir hören auf allen Seiten. Das ist sie. Die Traunsee-Tram heute mit der Eröffnung am 1. September, der Tramlink. Also hier steht sie schon mal und hat hier jetzt quasi ihren Stoppplatz gerade gefunden. Ja, jetzt haben wir natürlich hier was ganz Phänomenales. Es ist 11.56 Uhr, ja, liebe Kathi, wir sind alle schon ganz, ganz nervös. Ja. Jetzt gibt es da die ersten Bilder. Ja. Allerdings, ja, wir sind auf der Suche nach ein paar Personen, die eine Schere haben. Ja. Wir brauchen nämlich in wenigen Augenblicken alle Scheren, die wir in Gmunden finden, denn jeder darf hier ein bisschen mitschnipseln und sich dann vielleicht so ein Eröffnungsband mit nach Hause nehmen. Ja. Da werden jetzt gerade noch die Fotos gemacht. Das heißt, die Presse ist da gerade ganz fleißig am Werken. Fotografen und Kameramänner, da gibt es morgen natürlich viele, viele Berichte in den Medien in Oberösterreich und Österreich. Da sind alle Redner da gerade vor der Tram. Wie gesagt, heute der 1. September und wir blicken auf die Bühne. Es ist 11.57 Uhr. Das heißt, in gut zwei Minuten werden wir dann hier gemeinsam etwas richtig Schönes, Feierliches eröffnen. Und das ist, wie gesagt, eine lange, lange historische Bedeutsamkeit hat. So, die Fotos werden da jetzt noch gemacht. Da lächelt einer breiter als der andere. Also so sehen da richtig zufriedene und glückliche Menschen aus. So, immer noch ein Blick auf die Uhr. 11.57 Uhr. Mittlerweile ist es Geschichte. Zum ersten Mal ist er durchgefahren. Der Tram liegt durch das Trauntor. Wenn Sie eine Schere haben, geduldig sein. Wir haben nämlich extra uns gedacht, dass wir auch symbolisch alle das gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt erledigen, nämlich um Punkt 12, wenn es geht. Dementsprechend werden wir auch einen Countdown einleiten hier, damit wir alle wissen, zu welchem Zeitpunkt wir gemeinsam wirklich diesen historischen Moment auch feiern können. Und auch dann dürfen Sie sich natürlich ein schönes Stückchen von diesem Band mit nach Hause nehmen, als Erinnerung an den 1. September 2018. Es dauert nicht mehr allzu lange, also gleich in wenigen Augenblicken. Ich hoffe, Sie haben eine Schere. Ja. Es gilt natürlich auch ein Taschenmesser, das man eingesteckt hat. Gleich werden wir es hier gemeinsam im Kollektiv eröffnen. Einen historischen Augenblick feiern. Wie gesagt, heute der 1. September, die Eröffnung der Traunsee-Tram. Wir haben noch weniger als eine Minute und das heißt, liebe Freunde, schnappen Sie sich ganz einfach eine Schere, ein Taschenmesser. Küchenmesser gilt heute auch, ja. Wenn man in der Nähe wohnt, gleich wird hier. Ich hoffe, jeder von Ihnen hat jetzt, steht da irgendwo entlang dieser wunderbaren roten Schnur bzw. dieses Bandes und gleich wird hier bei uns im Kollektiv der Countdown vollbracht. Da werden jetzt die ersten Fotos gemacht, ja. Aber wie gesagt, man hat da heute den ganzen Tag über Zeit, mit der Straßenbahn herumzufahren, in Richtung Forchdorf, in Richtung Bahnhof. Und wir haben noch ganz, ganz wenig Zeit. Ich hoffe, Sie helfen mir nachher beim Countdown runterzählen, denn das von 10 runter ist gar nicht so einfach. So, wir haben noch ein paar Sekunden. Und damit fangen wir von 15 an. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1 und herzlichen Glückwunsch beim Eröffnung der Traunsee Tram 2018. Es ist in 3 Sekunden soweit, wenn da hier alles läutet und wenn es alles geht. Ja, müsste mit der digitalen Zeit auch funktionieren, aber wir dürfen da jetzt im Kollektiv schon mal mit der Sirene schneiden. Taxiro Junction. Thank you.
der Blitz aufzusehen. Am Piano, unser lieber Freund Paul Conti. Thank you.
sich der Partner wieder freuen. Das ist der Welt schwer. Ja, da haben sie dieses Gerät von irgendwas schwer. Ja. Nächster Halt auf Verlangen, Munden-Franz-Josef-Platz. Umsteigen zu den städtischen Verkehrsmitteln. Ich bin nicht so gut.
Das wird Spaß machen. Das wird Spaß machen. Ich bin eine Idee, soll ich dann mal verfahren? Das ist gut. Das ist Want zo zei. Dus niet te doen, dan sta je met een oude wagen, hier te staan je daar. En dan heb je daar die andere te bedienen, je hebt hier die rijkruk, het paard. Dus je kan het wordt vanzelf ook gehaald. Ja? Nächster Halt auf Verlangen. Verschiedene Spurreine gebaut, 1900 und bestand noch steeds ook aan het bouwen. Er hatte altijd alleen maar hele oude spullen. Kochte alles tweedehands in Duitsland, in Zwitserland. Want die oude drempel was twee zijn in Duitsland. Maar we waren dan een keertje soms vroeg in Vorstdorf. En de stationschef ging dan soms om 4 uur ging die met de tram eerst een sneeuwproefritme maken. Dus de sneeuw wegbrengen. En dan een pakje, dan kun je gewoon het pakje nog even verder opbrengen. Het pakje even mee tot in. Oké, daar haalde die niet op. Maar nu worden het natuurlijk een stuk professioneler. Dus dat is een beetje vergane tijd. Nächster Halt auf Verlangen, Gmunden Tennisplatz. Er ook heel wat tegenstanders voor die lijn. Ja. Zijn er kijk op een gewoon dus een grote vis op de rails. En dat had echt vooral ongeluk kunnen gebeuren, want ja. Maar daar op de hoek, aan de andere kant van de grond, die ene galerij die was niet uit product, heeft de ongeluk. Is wel wat waar. Ja. Dat wacht je eigenlijk niet, want ik wacht dat op zo'n galerij verwacht je toch een beetje. Mensen met ja. Winkels is het allemaal. Ja. Nächster Halt auf Verlangen, Gmunden Tennisplatz.
Halt auf Verlangen. Rosenkranz. Umsteigen zu den städtischen Verkehrsmitteln. Es würde da in Thayer, in Engelhof, da würde sie nur so eine Remise machen. Wenn ich rufe, auf dich, dann weiß ich nicht. Aber ich denke, dass sie in der Remise in Frankfurt, dass es nicht rückt, alles darin zu setzen. Nächster Halt auf Verlangen. Keramik. Was ihr noch macht auf dem Ding, dann. Maar ze hebben dezelfde manier van de treinen laten rijden wat wij bij de museumtram hebben met de wisselplaatsen. Hè? Dat had je gezien, hè? Met die. Maar ja, dat zal alleen maar vandaag zijn. Maar we gaan nu eens een keertje op een dag gaan we dan een beetje naar Forstdorf. En dan gaan we van Forstdorf naar Lambach. En dan nagelang weer terug via Atman. Ik wil ook nog een keertje naar Bruna im Altenberg. Ook en de Aschach moet ook nog kijken hoe dat werkt. De Aschach moet door en dan zijn we ook nog nodig. Endstation. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen. Ja, wir sind zwar verbunden, aber wir sind sehr bisschen schwächer geworden. Thank you.